heute heiße ich wieder herzlich willkommen, wenn es heisst Willkommen bei Kumman LP. Ja, und in meiner ersten Reihe spielen wir Uncharted 3 durch. Wir sehen hier gerade den Nathan. Unsere Aufgabe für heute ist das erste Mal das verkeilte Gewicht dort oben befreien. Das heisst, ohne Höhenangst und motiviert steigen wir da mal, ja, ein bisschen auf, höher. Jetzt gehen wir mal schauen, wo dass man dann da überhaupt kann klettern kann. Und wie man da aufkommt. So, Leiter gefunden. Interessant. Irgendwie tut sich der Nathan klettert in der dritten Folge ein bisschen schneller und besser. Aber das liegt sicher auch daran, dass er natürlich schon viel Erfahrung hat mittlerweile. Okay, fast geschafft. So, jetzt müssen wir das befreien, hä? Das sollte klappen. Jetzt sind alle durch. Ui. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh shit, runter! Spielst du? Ja. Aber cooler Blickwinkel von da oben, hä? Langsam. Hey, da ist Marlos Auto. Okay, ab hier keine Waffen mehr. So machen wir das. Ein bisschen an der Lampe rumschwingen, die Seite wechseln. Hände hoch! Oh Mann, wir sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Ja, ist das King's Cross? Stehen bleiben! Falsch, wir sind aus Cleveland. Oh, toll gemacht. Guter Junge. Verdammt, wo sind wir denn hier gelandet? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Bahnhof oder sowas. Ja, ja, das Ding ist bestimmt 200 Jahre alt. Mann, immer wenn man glaubt, seltsamer wird's nicht. Interessant. Ja, wie gesagt, mich nimmt es wunder, gibt es das wirklich in London? So unterirdische, riesige Hallen, wo wir... Ja. Sieht aus wie eine Arena. Also wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich fast das Gefühl, es gibt eine riesige Schiesserei da. Vielleicht nicht jetzt beim Innenlaufen, aber beim Auslaufen. Gut gemacht, Jungs. Na los,
Wir sind sicher hier durch. Und es wird seltsamer. Wow. Definitiv. Dieses Mauerwerk. Wahrscheinlich Tudor. 16. Jahrhundert. Wahnsinn. Sehr gut erhalten alles. Sehr gut erhalten. Nach oben. Leiser, Nate. Aha. Das Museum. Was geht da ab? Nein, 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 nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Cutter. Aha. Auf die Posten, Männer, und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Dechiffrierscheibe. Und wir haben den falschen Ring verkauft, damit wir daher geführt werden. Wunderbar. Dechiffrierscheibe. Na, die haben aber ordentlich was am Laufen hier. Seht euch den ganzen Kram an. Ey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Was soll das? Oh, yeah. Mein Gott, weißt du, was das ist? Das ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie. Die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Ja, aber wenn man mich entdeckt, dann wartet man kurz.
Na dann los. L. O. H. D. N. Was denn? Oh, das heißt Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Ach, halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff. Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Wonach suchen wir überhaupt? Die Golden Hind. Es könnte ein Modell oder Gemälde sein. Also, das ist das Schiff. Sie muss hier sein. Mit dem Hundskopf vorne. Buckland Abbey sein. Was? Buckland Abbey, ein Ort. Sprich. Nie warst. Abbey. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz eines Schiffs gemacht ist. Vielleicht ist sie da drin. Ja, sie könnte eigentlich, aber... Nein. Nein, sie muss hier sein. Wo ist sie? Dieser Ort ist der Wahnsinn. Das Zeug hier muss ein Vermögen wert sein. Nate, wir können hier nicht rumspazieren. Sie sind gleich zurück. Ja, genau, Kumpel, mach hin. Pressiere. Das Schiffmodell. Natürlich. Da ist sie. Der Tobe. Ich hab sie. Wo? Da oben. Die Galionsfigur von Drakes Schiff. Schatz gefunden? Nehmen wir auch noch gerade mit. Also. Falsch. Das ist eine Falle. Sie sind hier in Deckung. Schatzkarte. Wir könnten hier Hilfe brauchen. Na los, gleich komm schon. Was zur Hölle machst du? Nimm das Buch und die Chiffierdisk. Los, los. Uns geht die Munition aus. Nimm ihre Waffen. So, Money. Muni sammeln. Ja, da hat sicher auch noch mal einen. Komm, gib mir es. Gib mir deine Waffe. Ja, noch.
Gut. Also, wir haben eine Karte gefunden im Kopf von der Golden Hind. Bedeutet. Raus. Da, komm. Da. So. Was geht da ab? So. Spannend geht's da. Das hat der Katakomben aus.
Achtung, Achtung. Muni haben wir genug, das ist okay. Mag 5, wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Katja, verdammt, wo sind wir? Am Bahnhof North Edward, los! Da muss man wieder ein bisschen üben, hä? So geht das da mit Karl 7 habe ich gesehen, heißt das Ding, hä? Hier oben, schnell! Na, hältst du mal drauf, oder? Verdammte Ratten! Zurück, zurück! Los, na los! Los, 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 los! Sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten es die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt.
Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee. Einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig widerliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat. Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub-al-Khali-Wüste. Genau hier. Und wenn wir da aus einer Kursuche gehen. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt. Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlow danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich meine, Drake wusste nur die eine Hälfte und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlow weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub-al-Khali-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außenrum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie jetzt finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht Zabäisch aus. Das ist Zabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur zwei mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr zwei geht nach Syrien, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat, ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ich bin wie. Ach, was soll's? Bin dabei. Yes. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen? Ja, man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Was? Also? Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Na los. Ja. Ist nicht weit? Bei dir weiß man nie, was das heißt. Eine Meile oder 20. Das Schloss. Wir laufen uns noch wie in Peru. Du willst super jetzt über Peru reden? Wirfst du mir das etwa immer noch vor? Nette ich war 15, Sully. Als ich dich traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Peru. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich rausgeholt. So wie cool. Jedes Mal. Ich liebe den Dialog mit deinen zwei. Aber jetzt ist Stille und jetzt ist Zeit, zum sagen, hey, bis in der nächsten Folge, das ist, schlässig sind wir dabei gewesen. Und ich würde mal behaupten, immer lustig bleiben, immer zuschauen,
immer einschalten, wenn es wieder heisst Kuhnmann LP am Gamer. Schön, dass ihr da seid. Ciao zusammen.